Und willkommen zurück zu Super Smash Bros. Brawl, der Super-Emissär. Wie gehabt, hier geht's immer weiter. Ach, guck mal, hier werden wir automatisch. Das ist ja praktisch. Ey, was soll los, du Eumel? Nehme ich den mal mit. Ich glaube, den brauchen wir in der Richtung. Tatsache. Ja, ist ja gut, ich gehe ja schon. Ich wollte eigentlich noch wegballern, aber nö, wenn die mich da hinschicken. Dann, ja, dann hau ich da eben alles weg. War ja doch nicht so schwer wie erwartet. Oh, okay, viele sind jetzt schon fertig. Ach, das war der Mittelraum. Okay. Jetzt fehlen hier noch einige, das Tor ist fast offen. Okay, es fehlen noch ein, zwei Hauptkämpfe. Zwei Hauptkämpfe und sechs Charaktere. Sechs Charaktere oder ist da hinten auch noch einer? Ne, sechs. Sechs Charaktere, alles klar. Zwei. Oh, hör doch mal auf zu blinken, alle kriegen Kopfschmerzen. Okay, sechs, tatsächlich. Wie kommen denn da oben hin? Über was? Ah, okay, wahrscheinlich. Dann können wir hier durch. Okay. Wo dann war hier? Okay, das ist gut. Das ist gar nicht mal so kacke. Aber mit Saturn nehmen wir mit. Da hält er sich nicht fest. Oh Gott. Ich finde Mann gegen Mann Kämpfe besser. Also hier ist der Modus ist mitunter echt ein bisschen, ich weiß nicht, will ich es nervig nennen? Eigentlich nicht, aber irgendwie dann doch. Ich hatte es irgendwie besser in Erinnerung. Ich glaube, ich bin einfach zu schlecht geworden in der Zeit. Also jetzt hier ist eh nochmal Mittelraum, deswegen wie gehabt nochmal neue Kämpfer tanken. Charakterauswahl. Wen nehmen wir da? Ja, ein Pokémon-Trainer. Dann noch Falco. Bombe Ike. Nehmen wir Ike auch nochmal. Und ach, komm. Den alten Herrn. Den Mario, den nehmen wir auch. Alles klar. Wo sind wir? Ach, da. Ich muss auch durch die obere Tür. Jetzt muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen, dass ich nicht den Pokémon-Trainer steuere, sondern das Pokémon. Oben rechts haben wir außer Acht gelassen. Da gibt es ein oben rechts. Tatsache, ein oben rechts. So, wen haben wir da? Natürlich Duon Endgegnerkampf. Und cool. Boah. Ich wollte doch gar nicht das Ding treffen. Jetzt trägt es sich mit sich rum. Jetzt hat die Stachelbeere mit sich rumgetragen oder was auch immer das da ist. Da oben bin ich. Oh Gott, ich erkenne hier mitunter nichts. Ich gehe bei den Endgegnerkämpfen irgendwie immer voll auf Risiko. Das ist. Gar nicht mal so schlau. Oh, ich Depp. Ja, habe ich verdient. Habe ich auf jeden Fall verdient. Ey, sie latscht sich selbst in die Bombe rein. Oh. So. Noch einen Aufkleber aufgehoben, den ich nicht gesehen habe. Ach Gottchen. Okay, erstmal nach rechts, weil da ein Endgegnerkampf lauert. Hab und hab und hab.
Aber ich sag noch so viel, ein entscheidender Kämpfer fehlt hier noch. Der kommt aber erst am Ende hin. Alter! So. Das geht doch. Tu mich immer so schwer. Ich weiß es einfach nicht. Was sind wir jetzt? Sind wir da oben? Okay, dann machen wir erstmal die Ecke. Der alte Zoo. Halt. Halt. Na. Freunde. Scheiß automatisierte Waffen. Kommen wir denn da hin? Wenn man da unten ist noch eine Tür. Wo kommen wir hier hin? Was ist das denn? Ich nehme erstmal das obere. Ich glaube, ich ist nochmal so ein Verbindungsraum. Ach, jetzt muss ich erstmal wieder nach oben kommen. So, mit 101% jetzt wieder in den Kampf gehen. Das kann ja nur richtig gut funktionieren. Komm. Ne? Reden wir nicht drüber. Ha! Ich wusste, dass er das Ding wirft. Zack. Vorgeklatscht. Okay, langsam wird es wieder mit den Kämpfern knapp. Ich hoffe mal, dass wir hier noch irgendwie durchkommen. Aber wir haben gerade nur noch Mario. Ja, nur noch Mario. Das war ja. Bounce. Zack. Runter. Und du. Na, und durch. Nach links. Ach, natürlich die Kackaugen. Geh weg. Nee, lass mich in Frieden. Da ist eine Tür. Ich will in diese Tür. Okay. Kämpferladen. Oh. Ist jetzt ein Warp-Punkt, ne? Okay. Zack. Charakterauswahl. Stimmen wir eine alte Konstellation. Zelda und Lucario. Ein Mr. Game & Watch nehme ich mal so gar nicht, weil ich komme mit dem nicht klar. Mit dem komme ich noch weniger klar als mit Mars.
Einfach damit es mal offen ist. Halt! So. Haha. Jeglichem Kampf war ausgewichen. Ach okay, nur noch links. Kann ja nicht so. Ah, siehst du mal? Warum denn der Kollege? Warum der Kollege? Ich hasse den Bipes. Geh weg. Ist auch nix. Dann lauf du mal amok. Und nächster Kampf. Der letzte in dieser Ecke. Muss wahrscheinlich wieder ein... Ja. Porky. Natürlich ist auch typisch für die Stage. Halt! Das Chili! Das Curry! Ha! So! Wow! Das Curry zum Sieg. Wo bin ich jetzt? Ach, wieder in der Ebene. Okay. Da muss ja eh lang. Wow, halt. Halt, stopp. Boah, von beiden Seiten. Jetzt gehe ich hier durch. Wo komme ich hin? Dort komme ich hin. Das heißt, jetzt rechts unten. Dann bam, 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 bam. Ich hätte nicht gedacht, so, ich bin jetzt wieder in der neuen Aufnahme drin. Und ich hätte nicht gedacht, dass die letzte Aufnahme noch so lang wird. Ja. Seh nix. Jo, läuft. Ich komme mit 2000% unten an. Was ist das denn? Captain Falcon, glaube ich. Ja. Der Typ ist auch eine Nulpe. Also von daher. Easy, easy, easy. Das dürfte ich ja eigentlich wieder weiterkommen, richtig? Bin ich jetzt? Jetzt bin ich da. Okay, die letzten drei Kämpfe auf der Liste. Dürfen auch nur noch. Also normale Charakterkämpfe sein. Wenn ich mich nicht täusche. Ach. Geh weg. Du, dein Corpus Delicti. Haut ab. Ein Kampf. Olima! Wir werfen jetzt einfach nur noch mit Items. Woo. Mir tun nur die Pikmin so leid. Ich mag die. Die sind voll niedlich. Wie komme ich jetzt hier weiter? Hier ist sogar eine Tür. Ach, da oben. Ach, da oben. Ach, ey. Corpus Delicti. Müssen wir eigentlich das nochmal rauskicken. Mit seiner Mega-Strahlattacke. Ja, geht ja nicht mehr viel. Okay. Och, wie soll ich denn hier... Konnte ja nur schief gehen. ...218%. Link hält diesmal richtig gut durch. Alles klar, weiter nach oben.
gehe hier einfach nur zurück. Dann in die obere Tür nehmen, nach rechts unten. Ne, nach links unten. Ach, es ist alles kompliziert hier. Deswegen ist das Ding ja auch ein Labyrinth. Würde ja keinen Sinn machen, wenn es so einfach wäre. Wenn es einfach nur eine Strecke wäre und dann heißt es, okay, gehst du jetzt durch und dann bist du da. Unten. Ach, genau, da sind wir ja. Ja, ich erinnere mich. So, zwei Kämpfe noch. Waren noch zwei, oder? Drei? Zwei. Okay, ich muss nach unten kommen. So, kann ja nur gut sein. Na links? Ne, nächste links. Huch. Jetzt gemacht. Dort unten. Da ist die Türe. Ich habe bisher auch nie einen Herzcontainer oder sowas gefunden. War ein bisschen doof. Ach. Die solide Schlange. Ja. Bei Solid Snake habe ich nichts anderes erwartet. Der wetzt mich einfach weg. Versteckt sich dann in seinem Karton. Zack. Jetzt noch irgendwie da runter lurchen könnte, wäre das optimal. Naja, hat gereicht. Alles klar, das haben wir. Jetzt noch links eine Türe. Hier runter. Tatsache, hier runter. Wow. Was ist das denn? Ach, die große Fee aus Windbreaker. Ich schaffe den letzten Kampf ja auch noch. Das wäre super. Okay, hier können wir nochmal nach rechts. Ich frage mich gerade nur, warum. Ach so, ein Backdoor. Brauchen wir einen Schlüssel? Wirklich brauchen wir einen Schlüssel. Wo sollen wir den herholen? Hä? Ach, wahrscheinlich können wir nochmal weiter nach unten. Warte, ich will nochmal nach unten. Ja, natürlich. Na. Er dreht sich manchmal nicht, wie er soll. Ich müsste mit einem anderen Controller spielen, aber so ist das. Aha. Wie sollen wir denn da hinkommen? Wahrscheinlich nur von oben. Okay, dann ist da unten, denke ich mal, ein Schlüssel. Wo ist denn der Schlüssel? Den ist da irgendwo dann. Ah, ist da. So geht's. Zack. So, den Weg machen wir auch noch frei. Und ab in den letzten Kampf. Gegen Mr. Game & Watch. Ja. Es dürfte sich. Genau, jetzt hat sich da eine mittlere Tür gebildet. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen. Wo ist denn jetzt die andere Tür? Au. Ich wollte eigentlich noch nicht durchgehen. Naja. Achso, doch. Okay. Dann würde ich sagen, im nächsten Part sehen wir uns wieder hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.